Unsere Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt, irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Gruppe halbwüchsiger Jungen, die alle kein Zuhause haben, versucht mal wieder auf äußerst raffinierte Weise an das Kleingeld ahnungsloser Passanten heranzukommen. Verzeihen Sie bitte. Meine Mama hat mich vorhin hier abgesetzt und mir leider kein Busgeld gegeben. Ja. Hätten Sie etwas Geld für mich? Naja. Oh, danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Herzlichen Entschuldigung, Dank. Ich muss schnell nach Hause. Hätten Sie vielleicht einen Dollar für mich? Ach, verschwinde. Verzeihung bitte. Meine Freunde und ich haben leider unser ganzes Geld im Naturkundemuseum ausgegeben. Wir müssen die Fähre nach Hause nehmen. Hätten Sie etwas Geld? Ich glaube schon. Doch das Geld, das sich die Jungen erbetteln, reicht hinten und vorne nicht, um sich davon auch nur eine Mahlzeit kaufen zu können. Und so klauen sie im Vorbeilaufen vom Tisch eines Straßencafés einen Brotkorb und verdrücken sich damit auf einen Kinderspielplatz. Wisst ihr, so eine könnte ich jeden Tag verputzen. Also ich bin da abgehauen. Ach, du bist aus diesem Heim abgehauen? Na klar, du Blödmann. Ja, natürlich. Halt die Klappe. Wir sind da beide abgehauen. Du hast keine Ahnung. Die überwachen dich doch, als wolltest du sie von hinten abstechen. Ich musste warten, bis so blöde Versager von Pflegeeltern mich aufgenommen haben. Schon war ich weg. Du bist eben nicht so clever wie wir. So ein Quatsch nicht. Und ob? Ich will nur eine eigene Bude. Ein Apartment oder sowas. Ja gut, du und ich, wir beide. Wir werden uns irgendjemand angeln. Mit meinem Grips und deiner wunderbaren Persönlichkeit werden wir reich. Scheiße, haut ab, weg! Bis bald, Leute! Okay, macht's gut! Jesse, Perry und Greenie, wie die drei Jungen heißen, trennen sich im Laufen. Greenie hechtet über eine Mauer, während Jesse und Perry hinter einem Lattenzaun verschwinden. Im Eiltempo rasen die zwei Jungen weiter und gelangen plötzlich an eine Tür. Los, mach zu! Schnell! Ja. Psst! Stockdunkel ist es hier. Perry tastet sich durch den Raum und findet den Lichtschalter. Doch wo sind die zwei Jungen hier? Ehe sie sich darüber Gedanken machen, greift Perry vom Regal zwei Spraydosen und ohne lange zu überlegen, besprühen die beiden die Wände mit Graffiti. Perry verschwindet sprühend in die linke Richtung, während Jesse die Wände auf der rechten Seite kunstvoll verschönert. Schritt für Schritt entfernen sich die zwei Freunde auf diese Weise voneinander, bis Jesse plötzlich vor den Scheiben eines riesigen Aquariums stehen bleibt. Darin schwimmt, in ein schummriges Licht getaucht, ein riesiger Wal. Jesse ist von diesem Anblick so angetan, dass er augenblicklich stehen bleibt und seine Nase ganz dicht an die Scheibe drückt, um alles sehen zu können. Oh. Jesse, die Bullen, lauf! Da ist er! Bleib stehen, Junge! Die Polizei ist schnell. Blitzschnell ist Jesse überwältigt, während Perry die Flucht vor den Ordnungshütern gelingt. Und schon wenige Minuten später sitzt Jesse auf dem Polizeirevier vor seinem schon wohlbekannten Bewährungshelfer namens Dwight. Einbruch, böswillige Sachbeschädigung, Vandalismus, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ist noch was passiert, was ich wissen sollte? Ja, ich hab ein paar Banken ausgeraubt. Ist das so schlimm? Ich bin froh, dass du nur 3 Tage draußen warst, Junge. Setz dich. Ach, vermisst du mich, Dwight? Und war Perry bei der Nummer dabei? Welcher Perry? Du, keine Spielchen. Komm nicht hier rein und spiel mir den Blödmann vor. Also, ich hasse Telefon. Und ich habe 45 Minuten gebraucht für eine Konferenzschaltung mit dem Polizeirevier und dem Abenteuerpark, dass sie dir keine Anzeige anhängen. Und weißt du was? Dieses Mal haben wir noch Glück gehabt. Du wirst nicht vor Gericht erscheinen müssen. Du musst nur dein Geschmiere wieder wegmachen im Nordwest-Abenteuerpark. Das ist deine Bewährung. Hast du irgendwas dagegen? Ja, warum soll ich das also, wegmachen? Ich weiß nicht, warum ich mich eigentlich mit sowas wie dir einlasse. Und ich weiß nicht, warum ich euretwegen so viel Überstunden mache. Und wenn du dich hier nochmal selbstständig machst, bin ich weg vom Fenster. Futsch, dann kümmert sich das Jugendgericht um dich. Die übernehmen die Aufsicht und die Kontrolle. Und die bringen dich in den Babyknast. Das bedeutet eine Zelle in der Jugendstrafanstalt, Junge. Also hör zu. Die Pflegestelle ist noch frei. Die Greenwoods sind in Ordnung. Die scheren sich auch nicht um diese Angelegenheit. Was stimmt nicht mit denen? Oh, ich verstehe.
Weil sie dich bei sich zu Hause haben möchten, muss was mit ihnen nicht stimmen, ja? Was denkst du denn? Ich denke, dass du auf dem Papier noch sehr jung bist, also kriegst du noch ein paar Chancen. Nur nicht unbegrenzt viele Chancen, aber einige. Einige, Junge. Ist das klar? Also gut. Hast du irgendwelche Fragen zu der ganzen Sache? Weißt du was von Mom? Du interessierst dich immer noch für deine Mom? Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Von deiner Mom hat seit 6 Jahren niemand mehr was gehört, Jesse. Es nützt alles nichts. Schon wenig später sitzt Jesse im Wagen seines Bewährungshelfers, der ihn auf direktem Wege zum Haus seiner neuen Pflegeeltern bringt. Also, wenn du dann soweit bist, Meister. Hi, Jesse. Hi, Dwight. Tag, wie geht's denn, Annie? Gut, und wie geht's dir? Ja, es ist ein ziemlich langer Tag für uns beide gewesen. Hallo, Dwight. Hallo. Na, da ist er ja. Darf ich dir deine Sachen abnehmen? Nein. Dann gehen wir doch jetzt rein, waschen uns und essen was zu Abend. Ach, Glenn, ich habe hier noch ein bisschen Papierkram für Sie. Es geht eben gar nicht so ohne Papierkrieg. Ich habe mir neulich ein neues Auto gekauft. Mit dem Vertrag und dem ganzen Zeug sind wir auf 37 Seiten gekommen. Na, das hier ist ja ein Leasing. Ich kaufe ja noch nichts. Jesse fühlt sich in seiner Haut recht unwohl. Das ändert sich auch nicht, als er einige Zeit später mit Annie und Glenn, seinen neuen Pflegeeltern, in der Küche beim Essen sitzt. Interessierst du dich für Computer, Jesse? Nein. Na, ich kann's dir zeigen. Ich hab's auch erst im Sommer gemacht. Ich steh da nicht drauf. Dann sind wir schon zwei. Ich ja zuerst auch nicht, aber dann habe ich mich entschieden, dass ich einen neuen beruflichen Weg als Journalistin einschlage. Und so habe ich mir den Sommer freigenommen, um zu schreiben. Und 2 Wochen Magazine haben 2 Stories von mir genommen. Mal sehen, was draus wird. Greif nur zu und hau tüchtig rein. Daher kenne ich auch Dwight. Ich habe eine Story über dein Heim geschrieben. Dwight ist dein Arsch. Was gefällt dir denn eigentlich, Jesse? Auf keinen Fall reden, wenn ich was esse. Annie und Glenn sehen sich verständnislos an und hoffen, dass Jessys Laune sich verbessert, wenn er erst einmal sein neues Zimmer zu sehen bekommt. Es liegt direkt unterm Dach. Von hier hat man einen fantastischen Ausblick auf das nahegelegene Meer. Das ist dein Zimmer, Jesse. Unser Schlafzimmer ist unten, aber du hast hier den besten Ausblick im ganzen Haus. Ich habe dir ein paar Sachen gekauft. Etwas zum Anziehen. Ein paar Socken. Und fast alles in Blau. Dwight sagte, du magst Blau. Wie auch immer, probier die Sachen an und wenn sie dir nicht gefallen, kannst du sie umtauschen. Also, wir werden jetzt mal verschwinden. Wenn du uns brauchst, wir sind unten. Gute Nacht, Jesse. Schön, dass du hier bist, Jesse. Gute Nacht. Früh am nächsten Morgen radelt Jesse mit dem Fahrrad zum Aquatic Center, um die besprühten Wände und Scheiben mit einer chemischen Lösung wieder sauber zu waschen. Als er den Raum betritt, in dem er gestern den Wal erblickte, erhebt sich ein Indianer vom Stuhl und kommt langsam auf Jesse zu. Sieh an! Der Künstler ist wieder da. Da freuen wir uns aber. Wir alle haben hier deine Werke sehr bewundert. Aber auch alle guten Dinge haben mal ein Ende. Es wird Zeit, dass du dein großes Talent mal so einsetzt. Weißt du, wie das damit geht? Ja, weiß ich. Gut. Also bis dann. Jesse streift sich die Gummihandschuhe über, greift nach dem Schwamm und will gerade anfangen, die Scheiben zu schrubben. Da verdunkelt sich plötzlich der gesamte Raum. Der gewaltige, riesige Wal taucht hinter den Scheiben an Jesse vorbei und schwimmt darauf mit einer eleganten Bewegung an die Wasseroberfläche. Das will Jesse sich natürlich nicht entgehen lassen. Er vergisst seine Arbeit, hechtet die Stufen zum Ausgang hinauf und eilt im Laufschritt zum Walbecken, um das gewaltige Tier in voller Größe bestaunen zu können. Doch kaum ist Jesse am Becken angelangt, naht auch schon Randolph der Indianer, um nach dem Rechten zu sehen. Hey! Was machst du hier oben? Nichts.
6.400 Pfund wiegt er. Seine Kiefer sind so stark, um Knochen zu Grütze zu zermahlen. Bully ist launisch. Er braucht seinen Freiraum. Weißt du, was ich meine? Geh ihm aus dem Weg, dann macht er das auch. Verstehst du? Ist klar. Kaum ist Randolph gegangen, taucht auch schon eine neue Person auf. Ray, eine junge Trainerin mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Du bist dieser Graffiti-Knabe, nicht? Kann sein. Du hast unseren Beobachtungsbereich ganz schön verwüstet. Entschuldigung. Magst du Wale? Ich mag ihn. Und er mag niemanden. Also sei in seiner Nähe vorsichtig. Denn Willy ist schwierig. Er ist ein ganz besonderer Fall. Und? Wer ist das nicht? Am frühen Abend steht Jesse im Garten seiner Pflegeeltern und blickt traurig und verbittert zur untergehenden Sonne am nahen Horizont. Da nähern sich plötzlich Schritte und Glenn kommt langsam heran. Was bezahlen Sie dir als mein Gefängniswächter? Gefängniswächter? Tja, Junge, ich mach so ein tolles Geschäft dabei, das glaubst du gar nicht. Du bist ein richtiger Dukatenesel, Junge. Das Geld und noch eine Million dazu, dann könnte ich mich sicher mit 300 Jahren zur Ruhe setzen. Du solltest mir hier ein bisschen entgegenkommen. Klar? Dwight sagt, ich soll ein paar Regeln für dich aufstellen und ein Problem ist nur, ich war immer besser im Regelbrechen als im Regelaufstellen, verstehst du? Also sag mir doch, was du denkst und was du brauchst. Du fragst mich? Ja klar, du bist doch der große Experte darin. Ich kenne keine Regeln. Ach, ich bitte dich. Ein Junge wie du, du bist rumgekommen, warst schon in der Klemme. Was schlägst du vor? Na gut. Wollen wir mal sehen. Ich hab's. Die erste Regel ist, du musst mir jede Woche Taschengeld geben. Hier sind $5. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Hab noch nicht drüber nachgedacht. Denk drüber nach. Und ich möchte, dass du jeden Abend um 10 im Bett liegst. Und jeden Morgen rechtzeitig zum Frühstück kommst. Und zu Hause solltest du jeden Abend um 7 sein. Und treib dich nicht in der Gegend rum und verschwinde, ohne uns Bescheid zu sagen. Denn wir müssen schon wissen, wo du bist. Ist gut. Am nächsten Tag lässt es sich Jesse nicht nehmen, am Walbecken zu stehen, um Willy beim Spielen zuzuschauen. Der Wal findet großen Spaß daran, zwei Gärtner, die sich auf der Anlage um die Bepflanzung kümmern, nach allen Regeln der Kunst mit Wasser zu bespritzen. Da kommt Trainerin Ray auch schon und geht mit forschen Schritten auf Jesse zu. Er ärgert unheimlich gern die Leute, nicht? Ja, allerdings. Wenn ich es nicht schaffe, ihm Kunststücke beizubringen, schafft es niemand. Orcas sind eigentlich nett und gewitzt. Willy ist gewitzt und gemein. Du kannst ihn gut leiden, hä? Ja. Gut. Du kannst mir helfen. Ray zieht unter dem Stuhl eine Kiste hervor und schüttet aus ihr einen Haufen toter Fische auf einen Tisch. Ein verletzter Bauch wirf ihn weg. Guck hier. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein schlechter Fisch. Guter Fisch, schlechter Fisch. Jeden Tag sortieren wir das, was Willy fressen kann, aus dem billigen Mist, aus dem die kaufen. Willy ist ein Killerwal, nicht? Und würde er uns killen? Nein. Orcas sind nur Jäger. Meistens fressen sie Fisch. Naja, manchmal fressen sie Tümmler, Tintenfische, Vögel, Haie. Jesse hat an diesem Abend keine Lust, nach Hause zu gehen. Er fühlt sich irgendwie zu Willy hingezogen. So setzt er sich an den Beckenrand und schaut dem Wal zu, der mit geschmeidigen Bewegungen in der Dämmerung durch das Wasser gleitet. Plötzlich, ohne zu begreifen, wie ihm geschieht, rutscht Jesse vom Beckenrand ab und taumelt auf den Grund des Beckens. Da geschieht das Unglaubliche. Willy taucht nach dem Jungen und stupst ihn mit seiner Schnauze zurück an die Wasseroberfläche. Nicht weit vom Beckenrand entfernt steht Randolph und beobachtet, wie Jesse vom Wal ans rettende Ufer geschoben wird. Du
Du hast mir das Leben gerettet. An dir muss was Besonderes sein, Junge. Deshalb hat Willi dich nicht aufgefressen. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Blaues Blut vielleicht. Oder ein Medizinmann als Ahn. Auf keinen Fall. Na, dann bist du nur ein kleiner Weiser, der Glück hatte. Klingt das besser für dich? Willi hat keine Probleme mit mir. Wir haben Respekt voreinander. Respekt habt ihr? Er hat dir das Leben gerettet. Weißt du was? Ich weiß nicht, warum wieder hier so viele Probleme Willi mit mag keine nur Besucher in seinem Bassin. Was zum Teufel wolltest du da? Ich wollte mich verabschieden. Die Arbeit ist fast vorbei. Es mag ja so sein, dass... Was? Ach, alte Indianergeschichten. Oh, Cass. Hast du mal in Willis Augen gesehen? Diese Augen haben die Sterne gesehen, lange bevor der Mensch ein Flüstern auf dieser Erde war. Sie schauen den Menschen in die Seele, wenn sie wollen. Und Willi, der will weder Ray noch mich ansehen. Mag sein, dass er dich ansieht. Da es schon spät ist, fährt Randolph Jesse in seinem Wagen nach Hause. Als das Fahrzeug am Eingangstor zum Stehen kommt, eilen Annie und Glenn ihm schon entgegen. Sieht so aus, als wären deine Eltern noch wach. Das sind nicht meine Eltern. Jesse, wo warst du? Du bist ja klitschnass. Ich war bei der Arbeit. Mitten in der Nacht, um Graffiti zu entfernen? Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ich bin ins Becken gefallen. Ins Walbecken? Könnte mir mal bitte jemand sagen, was zum Teufel hier eigentlich läuft? Ich bin ausgerutscht und da reingefallen. Es war meine Schuld. Ach, hey, Leute. Mein Name ist Randolph. Randolph, guten Abend. Ich bin Glenn und das ist meine Hallo. Frau Annie. Hallo. Ich habe Jesse im Park beaufsichtigt. Er hat seine Sache gut gemacht. Hat alles sauber gemacht, hat bei anderen Dingen geholfen und Freunde kennengelernt. Es ist so. Wir könnten ihn den ganzen Sommer über gebrauchen, wenn Sie nichts dagegen hätten. Wir machen Job draus. Bezahlen ihm auch ein bisschen. Was sagen Sie dazu? Ja, ja, ich möchte das, bitte. Du hast was gefunden, auf das du stehst, Jesse. Also gut, du gehörst jetzt aber schon lange ins Bett. Geh jetzt ins Haus, mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Ja, das weiß ich. Am nächsten Morgen macht sich Jesse bereits recht früh auf den Weg ins Aquatic Center. Als er sein Fahrrad am Tor anschließt, sieht er schon von Weitem, dass sich eine Traube von Menschen um Willys Becken versammelt hat. Mithilfe einer Winde soll Willy aus dem Wasser gehievt werden, damit ein Tierarzt ihn untersuchen kann. Auch Randolph, Ray und Wade, der unsympathische Geschäftsführer vom Aquatic Center, sind anwesend, um aufzupassen, dass auch alles mit rechten Dingen vor sich geht. Ihr müsst darüber, darüber! Nun gehen Sie doch schon aus dem Weg! Ich stehe doch gar nicht im Weg! Sehen Sie das? Die Untersuchungsbedingungen hier sind völlig unzulänglich. Aber wir haben hier eben nichts Besseres. Ihn in diesem Netz zu halten ist sehr gefährlich. Wie oft habe ich Ihnen das schon gesagt, Wade? Könnten Sie die Untersuchung jetzt abschließen? Nein, er ist viel zu unruhig. Sie und Dyle haben Willy von diesem geldgierigen Walfänger gekauft. Der war von Anfang an zu groß und zu alt, um gefangen werden zu dürfen. Und dann haben Sie ihn auch noch allein in ein Delfinbassin gesetzt. Er ist kein geborener Artist und von mir erwarten Sie hier Wunder. Wie bezahlen Sie für sein Training, nicht für irgendeine Analyse? Als ich unterschrieben habe, haben Sie mir die Arbeitsbedingungen anders geschildert. Sie sind doch ein Profi, oder? Also sorgen Sie dafür, dass alles klappt. Dyle hat mir eine klare Grenze genannt und ich werde sie nicht überschreiten. Hier geht es gar nicht darum, Grenzen zu überschreiten. Wollen Sie uns eigentlich nicht verstehen? Also wenn der Wal Publikum anziehen würde, dann könnten wir auch Geld für ihn ausgeben. Aber da er das nicht tut, werden Sie mit dem auskommen müssen, was Sie bekommen. Ruhig, Willy. Ganz ruhig, Junge. Löst die hinteren Leinen. Jesse spürt, wie Willy gequält wird. Er schleicht sich vorsichtig heran und löst das Seil von der Winde, sodass der Wal mit einem lauten Platsch zurück ins Becken fällt. Allerdings hat Randolph den Jungen dabei beobachtet. Randolph, was ist passiert? Ich weiß nicht, das Netz ist aufgegangen. Ich habe das genau gesehen. Und? Und gar nichts. Willy ist dir sicher dankbar. Der Wal macht immer noch keine Kunststücke. Wir geraten immer tiefer hinein. Und Ray verlangt auch noch ein größeres Bassin für ihn. Wie schön. Das habe ich davon und wir wollten mit dem Wal mehr Publikum anziehen. Verlegen wir ihn doch gleich ins Ritz-Carlton. Ich schieße es zu den 5.000 dazu, die ich gerade für seine Versicherung rausgeschmissen habe. Ja, der Wal ist tot mehr wert als lebendig. Es kostet uns auf jeden Fall 100.000, wenn wir dem psychotischen Nichtsnutz den Laufstall vergrößern. Hä? Ach, ich hasse diesen Wal.
In der Mittagspause hockt Jesse im nahegelegenen Park und verdrückt einen Cheeseburger. Da nähert sich von hinten ein Junge. Es ist Perry, Jessys Freund und Komplize, dem es beim Einbruch ins Aquatic Center gelungen war, zu entkommen. Hey, Jesse! Wie geht's denn, Alter? Perry! Du hast neue Sachen, einen neuen Job? Ich wohne bei zwei Leuten. Ist ja stark. Was ist denn bloß in der Nacht passiert? Die haben dich doch geschnappt. War nicht so übel. Ich musste nur unseren Mist wegmachen. Ich arbeite jetzt da. Suchen die nach mir? Nö. Gut. Ja, das ist totaler Schrott gewesen. Entschuldige. Ist doch egal. Und wo steckst du jetzt? Dayton hat mir was besorgt. Ich arbeite jetzt für ihn. Halte nach Bullenausschau und so ein Zeug. Ich hab ihm von dir erzählt. Ich kann dich da reinbringen, wenn du willst. Ich werde mal drüber nachdenken. Wer zögert, verliert schnell. Komm doch mal vorbei, hm? Bis dann. Ich muss abhauen. Ist klar, Mann. Also. Nachdem Perry gegangen ist, macht sich Jesse zurück auf den Weg zu Willy. Auch er soll jetzt seine wohlverdiente Mahlzeit bekommen. Doch Willy hat wohl keinen rechten Appetit. Jedenfalls schnappt er nicht wie sonst nach den leckeren Fischen, die Jesse ihm verführerisch über den Beckenrand reicht. Na, was ist denn, Willy? Ich dachte, du magst sowas. Nein? Ach, du willst von mir, dass ich ihn dir ins Maul lege. Ich möchte dir was vorschlagen. Beiß mir nicht die Hand ab und ich gebe dir den Fisch. Klar? Oh, toll. Du fühlst dich wie Gummi an. Deine Haut hält sich ja. Aber du bist trotzdem ein sehr schönes Tier. Also, mein Freund. Ich muss gehen. Wir bewahren diese Reste und die Fische für nachher auf. Was ist? Willst du mitkommen? Freudig dreht sich Willy im Wasser herum und vollführt unter Wasser einen sagenhaften Looping. Dann lässt er geschickt seine Flossen kreisen und blickt Jesse mit seinen schönen Augen an. Ach, das kann ich aber auch. Kannst du das auch mit deinem anderen Arm? Kannst du winken? Und kannst du auch für mich tanzen? Wie in der Disco? Wie immer beobachtet Randolph auch dieses Geschehen und ruft leise Trainerin Ray zu sich heran. Ray! Was ist? Kannst du dich im Kreis drehen? Und umdrehen? Ray, du kannst es ja richtig gut. Ja, das ist toll. Da wird mir ja schwindelig. Sieht so aus, als hätte Willy einen Blutsbruder gefunden. Jesse? Kannst du ihn füttern? Klar kann ich ihn füttern. Ist ganz leicht. Willst du es versuchen? Komm schon. Oh. Willy und ich hatten keinen sehr guten Start. Er hält mich für eine böse Hexe oder sowas, wegen all der medizinischen Untersuchungen, die ich mit ihm machen musste. Also draußen im Ozean leben Killerwale wie Willy in Familien, in Herden. Ein paar verbringen ihr ganzes Leben mit ihren Mamas und verlassen sie nie. Niemals? Nein. Ihr soziales Umfeld ist ihnen unheimlich wichtig. Über 50 Orcas hat man schon in einer Gruppe gesehen. Einige von ihnen bleiben immer zusammen fürs ganze Leben. Hast du sie da draußen gesehen? Ja, mein Dad war bei der Navy. Er war so Nahforscher für Wale. Hm? Ich bin ständig mit ihm rausgefahren. Und forschst du hier auch? Nein, hier bin ich nur Trainerin. Aber ich möchte auf dem Ozean arbeiten. Ich gehe wieder auf die Uni und mache meinen Doktor in Meeresbiologie. Aber wenn du das tust, wäre Willy ganz allein und dann wäre niemand mehr hier, der sich um ihn kümmert. Naja, Charlie studiert noch, also... Wer ist Charlie? Mein Freund ist das. Charlie, hast du eine Freundin? Wie kommst du darauf, dass ich eine haben will? War nur eine Frage. Willys Flosse ist umgeknickt. Das kommt durch die Gefangenschaft. Wieso? Das weiß niemand. Sie brauchen wohl mehr Freiraum, um richtig schwimmen zu können. Warum will dann Mr. Dyle Willy kein größeres Becken bauen? Weil Dyle denkt, das wilde Tier sei nur ein Rohstoff wert. Was heißt denn das? Das ist nur ein großes Wort, das Dyle gefällt. Eigentlich bedeutet es, dass Dyle keinen größeren Pool für Willy baut, nur wenn er glaubt, er könnte mehr aus ihm herausholen. Die meisten Orcas spielen gern und mögen Kunststücke. Ihnen gefällt die Anregung.
Kann er mich unter Wasser sehen? Klar kann er das. Er kann dich auch von überall in diesem Becken hören. Ray greift nach einer langen Stange, an der am einen Ende ein kleiner Plastikball befestigt ist, und hält diese ins Becken. Also das hier, junger Mann, ist ein Ziel. Uli soll darauf reagieren und ihm folgen. Wenn wir an Kunststücken oder Verhalten arbeiten, belohnen wir ihn mit Fisch. Und jetzt wollen wir versuchen, ob wir es schaffen, dass Uli mit der Nase auf dieses Ziel zugeht. Gut. Also gut, streck es ihm hin. Das machst du ganz prima. Danke. Ich glaube, gib ihm meinen Fisch. Hier, für dich, Uli. Der schmeckt ihm wirklich nicht. Jetzt dreht er sich um. Orcas lassen sich gern berühren, sich knuddeln, streicheln, alles in der Art. Und sie lieben es, wenn man ihnen die Zunge streichelt. Warte mal, du willst, dass ich meine Hand ausstrecke in sein Maul und seine Zunge streichle? Ja, irgendwann schon. Also, ich weiß nicht. Du wirst lernen, ihn richtig einzuschätzen. Du wirst das sicher schaffen. Wenig später ist Jessie in dem Raum mit den großen Scheiben, durch die man Willy beim Tauchen beobachten kann. Da kommt Randolph herein und reicht Jessie ein dickes Buch. Was ist das? Ich dachte, du wüsstest vielleicht gern, worum es hier geht. Mein Vater hat es mir gegeben. Danke. Es ist Haida. Was? Haida ist der Name meines Volkes. Noch vor 300 Jahren gab es so viele Fische im Wasser, dass mein Volk nur einen Tag in der Woche dafür brauchte, um Essen zu beschaffen. Und damals aß jeder wie ein König. Was haben sie sonst gemacht? Totems geschnitzt und angemalt. Musik gespielt, Geschichten erzählt und Babys gemacht. Hört sich gut an, finde ich. Skana, das ist das Haida-Wort für Wal. Nazaklane war ein Haida, der lange bevor es Orca-Wale gab, lebte. Als er mit den anderen Kriegern Fische jagte, verirrte sich der junge Nazaklane und war plötzlich ganz allein. Während er die anderen suchte, kam ein furchtbarer Sturm auf. Nazaklane konnte nirgendwo Schutz finden. Aber die Otter kamen und brachten ihn fort, tief unter die Wasseroberfläche, wo er nachts in Sicherheit war. Nach dem Sturm suchte Nazaklane erneut nach den Tapferen. Aber alles, was er fand, war ein riesiger Baumstamm. Er begann, aus dem Stamm eine riesige Bestie zu schnitzen. Und dann versuchte er, ihn zum Ozean zu tragen. Schließlich fand er Wasser, aber es war nicht der Ozean. Die große Schnitzerei sank auf den Grund des Teiches und verschwand. Nazaklane saß da, beobachtete und wartete. Und er sprach ein Gebet, das er nie gehört hatte. Salana Eyum Ayesis. Salana Eyum Ayesis. Stunden später, als Jessie schon zu Hause in seinem Bett liegt, ist er noch so von der Geschichte angetan, dass er Annie unbedingt davon erzählen muss. Sie sitzt auf seinem Bett und hört ihm interessiert zu. Er sprach immer wieder das Gebet. Es war so merkwürdig. Er hat es ja noch nie vorher gehört. Und es wurde noch verrückter. Denn das Wasser flog plötzlich hoch und das totale Chaos brach aus. Und aus dem Wasser kam die Schnitzerei hoch. Nur es war keine Schnitzerei mehr. Es war ein Wal, wie Willy. Und er flog den ganzen Weg wie ein Vogel bis zum Ozean. Und Nazaklane rannte hinter ihm her. Runter zum Strand, sprang auf seinen Rücken und ritt auf ihn nach Hause. Ist das nicht toll? Das ist wirklich toll. Also, jetzt musst du schlafen. Und träum was Schönes. Nacht. Gute Nacht. Salana. Eyo. Ayesus. Am nächsten Morgen hält Jessie eine große Überraschung für Willy bereit. Auf dem Fischmarkt hat er in aller Frühe einen riesigen Fisch für seinen Freund gekauft. Den zieht er jetzt aus seiner Tasche hervor, um ihn Willy zu überreichen.
Der ist ein Geschenk von mir. Da ist der Willy. Ich habe mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben. Guten Appetit. Was ist denn? Wieso machst du diese schrecklichen Laute, Willy? Plötzlich schaut ein Junge über den Bretterzaun und klettert auch schon darüber hinweg. Hey, Perry, wie geht's? Hey, Jesse. Was ist das da? Das ist ein Orca. Ist ja unglaublich. Total unglaublich, Perry. Also, ich verschwinde hier. Erst nach Sacramento, dann L.A. Dayton und ich, wir sind jetzt Geschäftspartner. Du kannst auch einsteigen. Perry, das geht jetzt gerade nicht. Bist du nicht ganz dicht, Jesse? Das ist eine ganz große Sache. Wir können reich werden. Gut, du Spinner. Wie du willst. Hier, guck mal. Da fahren wir hin. Perry zieht aus seiner Hosentasche eine alte, abgegrappelte Postkarte von dem Vergnügungsstadtteil Venice. Also, wenn du dich doch irgendwann traust, guck mal vorbei. Klar. Also, bis dann. Na, Willy, fehlt dir deine Familie? Weißt du, meine Mom ist eine Versagerin. Die konnte sich nicht um mich kümmern. Noch nicht mal um sich selbst. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich ganz klein war. Aber weißt du, sie fehlt mir noch immer. Du vermisst ganz sicher auch deine Familie. Hoffentlich findest du sie irgendwann. Ich hab dich lieb, Willy. Am Nachmittag sitzen Geschäftsführer Wade und sein geldgieriger Kompagnon auf den Steinstufen vor dem Walbecken und schauen Jesse beim Training mit Willy zu. Möchtest du heute ein bisschen was vorführen? Gut. Spritz mich nicht an, spritz die anderen an! Bespritz sie! Schlag mit der Schwanzflosse! Ja, sehr gut! Und jetzt bedank dich beim netten Publikum für den Applaus. Bedank dich. So ist gut, Willy. Danke. Los, Willy! Spring jetzt zurück! Und jetzt komm zu mir! Willy! Und das, meine Herren, ist unsere Show! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Oh, hast du ihn gesehen? Kannst du das auch alles wiederholen? Was du und Ray wollen, kostet eine Menge Geld. Ich muss mir sicher sein. Kann ein Hund an der Mauer pinkeln? Ich meine, ja, Sir. Klar können wir das wiederholen. Immer wieder. Ihr könnt damit anfangen. Ja. Möglicherweise wird sich das alles doch noch rentieren. Eine Show vorzubereiten kostet sehr viel Geld. Und wenn schon. Wir lassen den Jungen die Show ausarbeiten. Wenn sie den Leuten gefällt, sind wir wieder im Rennen, genau wie geplant. Die Willy Show. Die wird was einbringen. Und das, mein Freund, ist doch das, worum es geht. Eine Woche später ist es soweit. Die Wahlshow ist restlos ausverkauft. Jesse sitzt aufgeregt in seiner Garderobe und bereitet sich auf das große Ereignis vor. Da öffnet sich die Tür und Trainerin Ray kommt herein. Es sind unheimlich viele Leute da. Und nervös? Nein. Bis gleich. Bis gleich. Und jetzt präsentiert Ihnen der Nordwest-Abenteuerpark mit großem Stolz die Willy Show. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen den Oscar-Superstar des Nordwest-Abenteuerparks. Einen kräftigen Applaus für Willy! Und das hier ist Willys Freund Jesse, meine Damen und Herren. Ja. Unten im Raum mit den Beobachtungsfenstern spielt sich ein schreckliches Drama ab.
Dutzende von Kindern schlagen hämmernd und kreischend gegen die Scheiben. Sie wissen nicht, dass die Schallwellen hundertfach verstärkt in Willys Ohren dringen und dem armen Wal damit Höllenqualen zufügen. Jesse, der oben am Beckenrand steht, spürt instinktiv, dass etwas nicht in Ordnung ist und schaut besorgt zu Willy ins Walbecken. Das hier kann er nicht leiden, irgendwas stimmt nicht. Versuch was Einfaches, ich werde zu den Leuten reden. Willy ist ein 12 Jahre alter jugendlicher Orca. Er ist 7 Meter lang und wiegt über 3,5 Tonnen. Komm her, Willy. Was ist los mit dir? Komm doch, Willy. Du kennst doch die Zeichen. Willy, das hier ist wichtig für uns. Bitte, Willy, bitte. Vermassle es nicht. Komm doch, Willy. Du kannst es schaffen. Ich weiß, dass du es kannst. Alles klar? Dann lass uns anfangen. Immer lauter und hysterischer schlagen die Kinder im unteren Raum gegen die Scheiben. Da verliert Willy die Beherrschung und taucht im Affenzahn auf das große Fenster zu, stößt mit lautem Krachen dagegen, sodass die Kinder panikartig nach draußen stürmen und schreiend die Flucht ergreifen. Jesse sitzt einige Zeit später völlig aufgelöst und deprimiert in einer Ecke und weiß vor lauter Traurigkeit nicht mehr ein noch aus. Er war noch nicht so weit. Nein. Das war doch nicht deine Schuld. Du hast gar nichts gemacht. Jesse, für das, was du getan hast, braucht man viel Mut, mit einem Tier zu arbeiten, das so groß und stark ist. Vielleicht will dieser Wal einfach nicht vor Publikum auftreten. Ja. Jesse, du hast dein Bestes versucht. Du hast hart daran gearbeitet und hast alles getan, was du konntest. Wir sind unheimlich stolz auf dich. Also ich würde auch nervös werden, wenn ich vor so vielen Leuten etwas vorführen müsste. Weißt du, Tiere können schon unberechenbar sein. Und sie können sich manchmal schlecht benehmen. Genau wie Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass man das Vertrauen zu ihnen verlieren darf. Mitten in der Nacht verlässt Jesse sein Bett, schleicht sich heimlich aus dem Haus und radelt mit dem Fahrrad zum Walbecken, um sich von Willy zu verabschieden. Aber der Wal will jetzt spielen und versteht die Trauer seines Freundes überhaupt nicht. Du willst wieder rumalbern, ja. Was war denn heute mit dir los? Du hattest doch Schiss, oder nicht? Ich hau ab hier. Ich gehe nach Kalifornien. Da vernimmt Jesse plötzlich eigenartige Laute, die vom Meer herüberkommen. Und dann begreift er. Mann, es ist deine Familie. Doch Jesse hat plötzlich keine Zeit mehr, sich über Willys Familie draußen im Meer Gedanken zu machen. Im unteren Raum neben dem Becken blitzt ein eigenartiges Licht auf. Jesse nähert sich langsam und erkennt im flackernden Schein die Gesichter von Geschäftsführer Wade und seinem Kompagnon Dyle. Mit einem dritten Unbekannten, der mit einem Schweißbrenner am Rand der Scheibe herumhantiert, lungern die Männer nervös und zigarettenrauchend hinter der riesigen Scheibe. Nach einigen Minuten erlischt der Schweißbrenner. Die Männer machen sich unversehens wieder aus dem Staub und verschwinden mit einem Wagen in der Dunkelheit. Nun wird Jesse doch neugierig, was da wohl vor sich gegangen ist. Leise geht er zur Tür, öffnet diese und bleibt wie erstarrt stehen. Das Wasser des Walbeckens zischt in Fontänen aus den Wänden. Das Sichtfenster ist beschädigt und zerspringt. Und in Sekundenschnelle brechen die Wassermengen des Bassins in den Beobachtungsraum hinein. Für Jesse ist sofort klar, dies ist ein Mordanschlag. Willy soll in dem leeren Becken verenden. Geistesgegenwärtig eilt er hinaus,
schwingt sich auf seinen Drahtesel und ist Minuten später an Randolphs Blockhütte angelangt. Randolph! Randolph! Wach auf! Randolph, wach auf! Randolph, wach auf! Wach auf! Wach auf! In Willys Becken ist ein Loch. Sie wollen Willy umbringen. Ist Wade dabei gewesen? Ja, und das haben sie fallen lassen. Das gehört zum Bassin. Weil wir das Versicherungsgeld abkassieren. Willy ist $1,000,000 wert. $1,000,000? Randolph, lass uns ihn befreien. Was? Wir bringen ihn runter zur Bucht und setzen ihn wieder ins Wasser. Ich konnte den Job hier nie leiden. Randolph handelt blitzschnell. Er informiert Ray übers Telefon und kurze Zeit später treffen die drei völlig außer Atem im Aquatic Center ein. Das hier ist kein Unfall. Dyle versucht, Willy umzubringen. Wir bringen wieder in den Ozean. Ihr beide? Und du? Und ich? Ja, genau, Ray. Jetzt wartet doch mal. Eins steht fest, der Wal wird sterben, wenn er zu lange im Trocknen ist. Das Bassin ist nicht mehr zu reparieren. Er hat seine Familie da draußen und ich habe sie gehört. Verstehst du das nicht? Er hat Heimweh, darum ist er so komisch. Ach, Jesse. Ray, die wollen ihn hier umbringen. Randolph, ruf doch die Polizei an. Was nützt das? Wenn wir Willy nicht ins Wasser bringen, ist der Wal tot. Ray, entweder du schäst dich hier weg oder du gehst an die zweite Pumpe. Und dann geht alles sehr schnell. Ray läuft zur Pumpe, Randolph betätigt die Seilwinde und Jesse springt zu Willy ins Becken, um ihm die Taue anzulegen. Dann wird Willy aus dem Bassin gehoben und mit Hilfe eines Gabelstaplers auf einen Anhänger verfrachtet. Gut, das reicht. Langsam und vorsichtig, Randolph. Pass auf die Brustflossen auf. Komm jetzt, Willy. Dir wird nichts passieren, es ist alles gut. Was glaubst du, wie es ihm geht? Alles in Ordnung. Er ist schon mal transportiert worden. Solange wir ihn feucht halten, geht es ihm auch gut. Wie ziehen wir ihn bloß? Doch auch hier hat Jesse eine großartige Idee. Der Truck seines Pflegevaters Glenn, der mit unverschlossenen Türen und steckendem Zündschlüssel ja quasi nur darauf wartet, gestohlen zu werden, bietet sich hierfür hervorragend an. Und während Ray Willy ständig mit Wasser benetzt, holen Randolph und Jesse Glenns Truck. Und dann kann die Fahrt zum rettenden Meer endlich beginnen. Papa, Papa! Ja doch, ja doch! Alles wird gut gehen, Willy. Jesse, es wird ihm nichts passieren, ich verspreche es dir. Inzwischen führen Wade und Dyle ein sehr aufschlussreiches Telefonat. Niemand stiehlt einen Wal. Aber hören Sie, der Wal ist weg. Der Anhänger ist verschwunden, der Gabelstapler bewegt worden. Das waren bestimmt die Trainer mit der großen Klappe und der Indianer. Ach ja. Das ist eine Katastrophe. Warum? Wir haben keine Diebstahlversicherung für den Wal, deswegen. Rufen Sie Wilson an, er soll seine Leute mitbringen. Und während Wade eine Crew zusammentrommelt, die Willy wieder einfangen soll, stehen unsere drei Retter vor einem riesigen Problem. Die Zufahrtsstraße zum Hafen ist versperrt. Ein riesiger Baum ist umgekippt und liegt quer über der Fahrbahn. Randolph setzt mit dem Wagen ein Stück zurück und verkeilt sich mit den Hinterrädern in einer Erdspalte. Ach so ein Mist. Oh nein, was machen wir jetzt? Schon gut, Willy. Schon gut. Wie geht es ihm? Er hat ziemliche Angst. Wir müssen es noch mal vorwärts versuchen. Alles wird gut. Nach einigen Minuten wird den dreien klar, dass sie hier ohne fremde Hilfe nicht weiterkommen. Und so verständigt Jesse in größter Not seine Pflegeeltern, die schon nach wenigen Minuten mit ihrem Zweitwagen eintreffen. Jesse! Ist alles in Ordnung? Ja, alles klar. Jesse, was ist hier los? Was zum Teufel machst du mit meinem Transporter und diesem Wal? Die wollten Willy töten. Den Wal zu töten? Wir bringen ihn zurück in den Ozean. Glenn, hilf uns! Hilf uns und ich werde alles tun, alles! Was glaubst du, was ich von dir will, Jesse? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Also, ich denke jetzt nur an Willy und ich will das tun, was am besten für ihn ist. Kannst du das verstehen? Bitte, Glenn, bitte.
Er stirbt sonst. Da liegt eine 3 Meter lange Kette, eine Winde und eine Kurbel hinter dem Sitz. Holt sie raus. Danke, Glenn. Hinter dem Sitz. Die einzige Stelle, wo ich nicht nachgeguckt habe. Ray bespritzt den Wal ständig mit Wasser und Randolph, Annie und Glenn sorgen dafür, dass die Fahrt schon nach wenigen Minuten weitergehen kann. Doch dann erleben unsere Retter eine böse Überraschung. Als sie an Dawsons Marina-Yachthafen eintreffen, warten dort schon Dial, Wade und seine Crew mit Gewehren bewaffnet vor dem verschlossenen Hafentor, um Willy abzufangen. Fahr drauf zu! Bitte, Glenn, schneller! Los doch, Glenn! Nein! Beiseite! Der wahnsinnig! Los hinterher! Bin ja verrückt! Wir müssen sie aufhalten! Schneller! Jetzt geht es um Sekunden. Fieberhaft betätigt Randolph die Winde, während Dial, Wade und seine Crew immer näher kommen. Aber es ist noch rechtzeitig geschafft. Willy wird ins Hafenbecken abgeseilt. Kommt doch, schneller! Komm raus, Willy! Komm jetzt! Wir haben dich ins Wasser gebracht, jetzt musst du auch was tun! Haltet sie auf! Lass den Wal nicht entkommen! Randolph, warum bewegt er sich nicht? Du hast gesagt, wenn er wieder im Wasser ist, geht's ihm gut. Keine Ahnung. Er war viel länger aus dem Wasser raus als vorgesehen. Komm jetzt, Willy! Los jetzt, Willy, raus hier! Oh nein, los, komm Willy! Komm weg da, Junge! Schwimm doch, Willy! Lass mich los, lass mich los! Du Dreckskerl! Lass den Jungen! Schwimm, Willy! Willy, los doch, los! Los! Schwimm, Willy! Ja, Willy, los! Los, schwimm! Ja! Ja! Willy, los! Weiter, weiter! Schwimm, Willy, schwimm! Willy, Willy! Ja! Da dreht Jesse sich um und erblickt das Unglück. Zwei Walfängerboote mit riesigen Netzen kommen von rechts und links herangefahren und versuchen, Willy den Weg abzuschneiden. Das schafft er niemals. Der Wal schwimmt nirgendwo hin. Das Wasser ist 6 Meter tief. Die Netze hängen bis zum Grund. Er ist in der Falle. Sie kriegen ihn noch. Jesse! Komm hierher! Jesse rennt am Uferrand neben Willy her, während die Walfänger immer näher kommen. Er dirigiert den Wal mit seinen Armen in Richtung eines Wellenbrechers. Schnell, los, Willy, los! Komm von den Netzen weg! Die sind gefährlich! Schwimm! Komm hierher! Komm hierher! Komm zu mir, Willy! Weg von den Netzen! Hier rüber! Ja! Schneller, hier rüber! Komm her! Komm her, Willy! Komm her. Du wirst mir fehlen. Vergiss mich nicht, ja? Ich werde dich auch nicht vergessen. Grüß deine Mom von mir, ja? Ich hab dich so lieb, Willy. Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Du kannst wieder frei sein. Jetzt tu es! Spring! Jetzt komm, Willy, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich weiß, du kannst über diese Mauer springen. Komm jetzt, ich glaube an dich, Willy. Du kannst es schaffen, du kannst wieder frei sein. Komm, du kannst darüber springen. Komm jetzt, Willy, du musst es nur einmal tun. Nur einmal, Willy. Was nun geschieht, ist ein Schauspiel für die Götter. Willy schwimmt ein Stück zurück, holt unter Wasser enormen Schwung und springt über den Wellenbrecher und Jesse in einem eleganten Bogen einfach hinweg. Darf hast du ihn mal so hoch springen sehen? Es ist alles möglich. Salana, Eyung, Ayesses. Salana, Eyung, Ayesses. Ja! Mach's gut, Willy. Du wirst mir fehlen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.
Hey, Jesse. Danke, Leute. Vielen Dank. Jesse, geh mir nach Hause. Ja, gut. Jesse dreht sich noch einmal um und sieht Willy mit seiner Familie glücklich ins offene Meer hinausschwimmen. Dann blickt Jesse Annie und Glenn an und spürt in diesem Augenblick ganz stark, dass auch er endlich eine Familie hat.